geil, gerade die. So, Force Multiplier heißt es. Und ja. Auf jeden Fall eben die Cutscene war auch wieder einfach nur zu geil. Einfach nur zu geil. Also da haben sie echt super gemacht. Perfekt. Die ganzen Texte, die ganzen Dialoge und alles. Also einfach nur geil. Hauptsache, jo, hier kein Super Bowl mehr und keine Cheerleader mehr. Jo. Denn so, ja, ich gehe jetzt erstmal die Cheerleader retten. So im Sinne, ja, hier, ich habe jetzt doch noch was zu tun. Oder es lohnt sich doch noch was, um was zu kämpfen. Ja. Ja, alle Geräte sind tot. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Glaubt ihr, Kirilenko ist in dem Vogel? Kann sein. Wir müssen das so oder so stoppen. So, ja, also natürlich im Detonations... Natürlich ist alles im Detonationsradius mehr oder weniger tot. Außer jetzt die Nachhut, die natürlich gucken wollen, wer davon jetzt noch lebt und wer nicht. Hey, Sau lebt noch. So. Verdammt, der blendet schon hier so übelst. So. Natürlich verhaue ich den Schuss, ey. Das ist doch schon wieder... Ne, erst den. Weil der mit seinen scheiß Raketenwerfer stört mich am meisten. Oh. Mal Deckung, ich hab schon mir... Ja. Leicht ein Bloody Screen. So. Wo waren denn gerade meine beiden? Ja, zu meine. Ich kann natürlich als letzter und snipe die restlichen weg. Muss man nachladen alles. Sniper nachladen. Und man hört schon wieder neue Leute kommen. Als hatten wir nicht eben schon genug Leute. Mir echt mal verdünnisieren, erstmal hier hinter dem Container. Oh. Ey, ich lebe noch. Das ist geil. Oh, jetzt aber nicht mehr. Okay, doch noch. Jetzt, ich lebe immer noch. Das ist einfach nur zu geil gerade. Gleich lebe ich auch nicht mehr. Oder? Doch. Oh, jetzt aber wirklich nicht mehr. Oder doch. Einfach na, gerade so knappe Sachen immer, wo ich da gerade immer noch los wegkomme. So. Geht schon gleich weiter wieder mit dem Baller. So, Teil 1 habe ich jetzt auch schon, ja, 2 Wochen für Xbox. Ja, und das ist natürlich auch richtig geil. Und warum tötet ihr ihn nicht? Seid ihr behindert? Und da ist auch richtig geil, mal den Anfang da so zu erleben. Ja, ist aber leicht ungewohnt. Okay, bei der Absicherung kommen wir nie alle rein. Wir geben Feuerschutz, ihr geht vor und wir kommen schnellstens nach. Weil da kann man nur eine Waffe, also nur, so wie ich jetzt hab, nur
die M8 und mehr hat man eigentlich nicht. Und ein Messer, womit man noch kämpfen kann, aber naja gut. Für Ferne mit dem Messer ist natürlich auch ein bisschen blöd, denn... Das ist eigentlich das Einzige, was ankotzt, dass man nicht schön mal fix mal Waffen wechseln kann zwischen Sturmgewehr und Sniper oder Pistole oder sowas. Man hat da auch eine Lebensanzeige, aber man hat ein stetiges Medikit immer mit, was man sich dann spritzen kann, wo man sich dann auch komplett aufheilen kann. Und ich dachte eigentlich, dass dann wirklich noch relativ oldschool ist, da mit Medikits sammeln und dann, oh, sparsam. Aber das ist ja zum Glück nicht der Fall. Oh, da kommt einer runter. Halt, erstmal den Sniper da oben runterholen. Was sagen. Tschüss, Sniper. Und wie er da hängt einfach nur. Und die Beine umherwackeln. Wo hat die Sau gerade gefunkt? Wo ging gerade der Funk? So, auf jeden Fall hier kann ich schon mal Muni auffüllen, das ist nämlich sehr nice. Nein. Oh, Cutscene, cool. Alles klar bei dir? Gut siehst du aus. Echt witzig, Marlow. Wenn wir hier nicht krepieren, werde ich dich häuten wie ein Elch. Hey, das Flugzeug bewegt sich. Seht nur, wie groß das Ding ist. Das ist eine A1225. Größere Version der A1124, die größte, die je gebaut wurde. Das Ding kann mit 253 Tonnen beladen werden. Ich kenn mich aus, was? Warum hat die Waffe mich auf das Flugzeug zerstört? Naja, scheinbar ist sie Mittelpunkt einer Skalarwaffe sicher, aber außerhalb ist es... So oder so. Glaub nicht, dass wir das Ding abmontieren können. Wer hat Lust auf eine Flugzeugentführung? Geh an Bord des russischen Frachtschiffes. Cool. Aber wie sie gerade Hackett angeguckt haben hier. Komm, Hackett, halt einfach die Schnauze. Zu viel Information brauchen wir eh nicht. Mach mal hinne, dass wir endlich ins Flugzeug kommen. Nicht, dass wir das nachher noch verpassen, also in so einem Sinn halt. Jetzt muss eigentlich noch eine Cutscene kommen, ja. Vor der Dämmerung immer am dunkelsten. Manchmal muss man nur ein kleines Licht einschalten. So. Airborne. Kurz mal recken. Ach ja. Ja, also, das ist auch eine lustige Mission. Also, ist auch gut schwer. Auf schwer.
dass man da, also da muss man echt aufpassen. Werdet ihr auch gleich sehen. Manche wissen vielleicht schon, wie ich das meine. Die das Spiel schon gesehen haben oder gespielt haben oder whatever. Und ja, also. Das ist jetzt die vorletzte Mission. Ja, genau. Oder ist das schon die letzte? Ich weiß nicht, wie das letzte unterteilt ist. Das kann auch natürlich schon die letzte sein. So. Natürlich, muss ich doch hinlaufen. Dachte, das hätte ich jetzt stealth-mäßig machen müssen. Natürlich, fail. Ja, komm, flacker nicht umher. Na. Gott sei Dank. Aber kaum Munition. Dito, verdammt. Ja. Ohne Munition ist natürlich scheiße. Aber ich glaube, diese werden wir gleich bekommen. Meine ich doch zumindest. Genau, da ist er. Scheiße, unten bleiben, da sind noch mehr. Ich habe слушал разведсводки. Они говорят, что если тут Na gut, alle haben jetzt die AKU. Schön mit Schalldämpfer und alles, dass die ja nicht gehört werden. Aber ich glaube, die mehr wissen. Genau, jetzt wird was gescriptet normalerweise. Genau. Das ist nämlich vollkommen egal, ob ihr jetzt nur dadurch geht. Dann wird's da gescriptet und wenn ich jetzt hier durchgehe, wird's halt, wie gesehen, da gescriptet. Also das kommt vollkommen egal. Oh, Flugzeug wackelt gerade. Schön, hatte gerade scheinbar schwere Turbulenzen. Perfekt. Und Cutscene. Keine. Schluss mit dem Rumschleichen. Das war's. Weiter. Sie sind hinter der Tür. Wir brechen sie auf und dann bist du dran. Sobald der Rauch drin ist, machst du sie kalt. Jo, kein Problem.